Deine Art ist einzigartig, es gibt keine wie dich. Wie du lachst, das mag ich. Wie du sprichst und dein Blick, deine Augen, die sind magisch, unverbesserlich. Überaus sympathisch, Herz 100-mal geschickt, yeah. Sie wohnt im nächsten Dorf, wir sind quasi Nachbarn. Stelle mir schon vor, wie unsere Herzen im Takt schlagen. Doch es kam anders, als ich bei ihr ankam. Was dann passiert, das geht wie zurück zum Anfang. Ich surfe auf Facebook, bin auf der Suche nach Nix. Bin zu viel Zeit im Fischwärmen, geb jedem Video einen Klick. Mit diesem Internet-Mist, der meine Freizeit erfrisst. Auf einmal stupst sie mich an und die Welt dreht sich um mich. Ich wusste nicht mal, dass es diesen Knopf auf Facebook noch gibt. Check jedes Bild auf ihr Profil, shit, sie ist wirklich sweet. Star Wars T-Shirt mit Han Solo, sie hat Stil, ich bin verliebt. Dann ist sie auch noch Solo, wie kann's sein, dass es das gibt? Sie mag Sushi, schaut Rick and Morty und hört die gleichen Bands. Geil, Sub 41, war schon immer größter Fan. Waren in derselben Schule, eigentlich müssten wir uns kennen. Doch wir haben auf Facebook einen gemeinsamen Friend. Ihr Lebensmotto ist live your life to the fullest every day. Bin skeptisch, das klingt wie Spruch von Zitate.de. Ihre Chronik privat, ich kann das meiste nicht sehen. Gibt sie im wahren Leben? Ich glaube, sie ist ein Fake. Ach egal, ich schicke hier eine Freundschaftsanfrage und frage mich, was würde ich sie denn heute so fragen? Vielleicht ist heute so die Lage, oder täusche ich mich gerade? Du bist perfekt, locker gesund in den teuflischen Haken. Okay, sie hat mir eine Nachricht geschickt und sie schreibt: Hey, du bist süß, Mann, kennen wir uns nicht? Vom Club oder nicht? Oder dem Bus Richtung B? Warum schreibst du nicht zurück, Mann? Ey, ich kenn dein Gesicht. Was für süß, ey, ich kopf dir kein Wort ab. Sie schreibt weiter: Ich weiß, dass du blaue Shorts hast. Ich dachte, shit, die trug ich gestern auf dem Sportplatz. Gruselig, es fühlt sich an, als ob sie mich gestalkt hat. Sie liked ein Foto von mir, aber von 2010. Schreibt darunter HDGDL, wie unangenehm. Hoffe, es hat sich gelohnt, sie anzunehmen. War's nur ein Foto mehr in ihrem Album zu sehen? Mit deinem Buch in der Hand, Harry Potter, Stein der Weisen. Hab mich sofort erkannt und zitiere ein paar Zeilen. Du kannst echt gruselig sein, Hermine, bin ich am Schreiben. Und sie fragt: Hermine, wer soll bitte so heißen? Was? Sie kennt das Buch nicht, langsam fang ich an zu zweifeln. Hat sie ein Geheimnis und vielleicht im Keller ein paar Leichen? Erst grüne unter blaue Augen, alles klare Zeichen. Ich ruf mein Homie an, denn der weiß darüber am meisten. Ring, ring. Hello? Das ist ein weit verbreitetes, uraltes Phänomen. Wenn Leute sich mit Fake-Profilen wie andere benehmen. Sie tun's, um dich zu täuschen, auszunutzen und verdrehen. Die Tatsachen, um dir danach dein ganzes Cash zu stehlen. Sich besser zu fühlen, denn ihnen fehlt was in dem Leben. Und um dies zu bekommen, würden sie alles von dir nehmen. Dein Vertrauen, deine Liebe und dein Liebesleben. Okay, lass uns das mal checken, ein wenig tiefer gehen. Wie lange gibt es die Profil? Ist es vielleicht gerade erstellt? Wer ein Indiz für ein Fake? Nein, die gibt's seit 2011. Wie sieht es mit ihren Namen aus? Ey, man, google doch mal schnell. Sie heißt Lisa Schmidt. Da gibt's 100.000 auf der Welt. Es heißt, man kennt jeden Menschen über 7 Mecken. Schick mal Freunde, deine Freunde, vielleicht können sie was entdecken. Oder hat sie Bruder, Schwester, Eltern, kann man da was checken? Nein, sie tut alles, um ihr Geheimnis zu verstecken. Menschen hinterlassen Spuren, du musst sie nur finden. Benutzt Google-Bilder, suche, um die Spuren zu verbinden. Vielleicht sind die Bilder geklaut, ein Move, den die auch bringen. Ich bin raus, ich wünsche dir gutes Gelingen. Ich finde nur ihr Foto und den Link zu ihrem Insta. 20 Follower, ich frag mich, ob das stimmen kann. Check ihre Stories aus, vielleicht komm ich dann dahinter. Das sind nicht die Hände von Facebook, das sieht ein Blinder. Auf einmal schreibt sie wieder auf Facebook, was geht? Ich schreib, mach mal ein Foto, denn ich glaub, du bist fake. Sie schickt mir ein Foto, das gleiche von neben. Nein, schick mal ein Video mit dem Bleistift zwischen den Zähnen. Ich schick dir jetzt kein Video, über das du lachen kannst. Was denkst du, wer ich bin? Ein großer alter Mann, hast ja nichts zu verlieren, wenn du wieder abhauen kannst. Oder traust du dich nicht? Wovor hast du denn Angst? Entweder hab ich Glück oder werd hart verarscht. Wir wissen, wer das ist, mit wem ich schreib den ganzen Tag. Und wenn ich's nicht mag, werd ich's bestimmt bereuen. Ich glaub, ich sage ja, ich kann das nicht versäumen. Ist mir zwar nicht ganz geheuer, aber no risk, no fun. Das Schlimmste, was passieren kann, sie ist ein Mann. Die blaue Sporthose hab ich auch schon an. Vielleicht hab ich Glück und sie ist sau entspannt. Bist du nicht zu mir? Nee, nee, das ist mir zu privat. Lass uns lieber treffen heute Abend, ich kenn deine Bar. Heißt die Katze und der Fisch, warst du schon mal da? Die kenn ich sogar, also gut, ja, um 7:30.